Warum sind die Lichter heute weiß? Ich mach die jetzt andere Farbe, komm. Zack. Nee, das ist das nicht. Welche Farbe wollt ihr haben, Chat? Schreibt mal rein. Grün, alter Bruder, grün ist das Ekelhafteste. Ich verstehe auch die Leute nicht, die ambiente Beleuchtung im Auto haben und dann grün machen. Grün oder weiß, das habe ich noch nie verstanden. Ich würde sagen, nach der ganzen Beleidigung, die ich kassiert habe, wird es Zeit für ein Reaction-Video. Und Chat, wie gesagt, wenn hier neue Leute reinkommen und dann auf einmal sehen, ja, dann denken sie sich wahrscheinlich, was geht hier ab. So, aber macht weiter, Chat, das gefällt mir. Ich will beleidigt werden. Ich habe einen Fetisch. Ich würde sagen, wir fangen dann direkt an. Und zwar hat ein Pumping, ja, perfekt. Startet ja gut. Und zwar hat ein Pumping-Video hochgeladen und zwar, ich höre auf mit allem. Und im Thumbnail steht auch, ich höre auf drin, drauf. Alter, Bruder, kann ich kein Deutsch, ich glaube, ganz kurz. Kurz gewechselt. 18 Minuten Video. Ich bin derbe gespannt, worum es gerade geht. Ob es ein Experiment ist, ob es kein Experiment ist, ob es ernst gemeint ist. Da bin ich echt gerade gespannt wie ein Bogen. So, was geht ab, Leute? Normalerweise fange ich ja meinen Satz immer an. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber diesmal wird es nicht die Nachricht sein, dass ich sage, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Weil, wie ihr im Titel lesen könnt, ich höre auf mit allem. Ja, und warum? Boah, jetzt die erste Frage. Was meint er damit und warum? Und wie ist es dazu gekommen? Kennt, ich habe direkt schon so viele Fragen im Kopf. Ich sag mal so. Ich wäre eigentlich voll so ein schlechter Interviewer, ne? Sagen wir mal, ich bin so ein Interviewer im Sinne von, die Leute, die quasi Rapper interviewen. Wallah, ich wäre so schlimm, ich würde ihm die ganze Zeit Fragen stellen. Er antwortet, er will gerade antworten, ich stelle schon nächste Frage. Ihr wisst ja, was in den letzten Wochen so abging. Ich habe lange drüber nachgedacht. Natürlich bin ich auf einen Punkt gekommen. Ich habe mich jetzt entschieden. So schwer das jetzt mir... Da war doch das Grinsen dabei. Ist das Ganze real oder nicht? Weil es gibt natürlich viele Videos, wo Leute sagen, ich höre auf, so auf parodiemäßig. Aber es gibt auch viele, die das ernst meinen. Jetzt die Frage, wo teilen wir uns ein? Fällt es auszusprechen, aber ich ziehe mich von der Internet-Social-Media-Welt zurück, weil ich habe wirklich etwas lange überlegt und ich habe mich entschieden, ganz normal wieder arbeiten zu gehen. Ich habe wieder mein... Das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt für mich hört sich das schon sehr, 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 sehr unreal an. Also ich habe... Das kann ich mir nicht vorstellen, Bro. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich denke, es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Art Experiment. Altes. Beim nächsten Video sagt er, das war ein Prank. Glaube ich auch. Arbeitsplatz. Ich weiß, für viele von euch ist das jetzt eine Enttäuschung, dass ich euch jetzt einfach so links liegen lasse oder alleine lasse, besser gesagt. Ich sag mal so... Im Endeffekt ist es das Wichtigste, wie es mir geht, ja, und mir geht es mit der Sache nicht gut, mental. Wie gesagt, also ich werde meine YouTube-Kanäle deaktivieren und vielleicht gibt es auf Instagram mal ein paar Stories. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann halt gerade, ich habe keine Kraft mehr, vielleicht... Ich werde musikmäßig natürlich Leute unterstützen, da werde ich weitermachen, aber was die YouTube-Videos angeht, ziehe ich mich zurück und es wird nichts mehr von mir kommen. Natürlich gibt es da draußen auch den einen oder anderen, die sich jetzt freuen, dass ich aufhöre. Ich habe 4 Jahre lang oder so Gas gegeben. Ich kann es mir nicht vorstellen, Bruder, mein Kopf sagt die ganze Zeit, nein, das ist irgendwie ein Prank, ein Experiment, das kann nicht real sein, sagt mein Kopf die ganze Zeit. Wie? Weißt du, also da muss schon irgendetwas passiert sein, aber was soll denn im Hintergrund passiert sein, dass er zu dem Entschluss kommt und sagt, ey, ich will jetzt aufhören, so? Man muss ein Ende da sein und mein Weg war jetzt bis hierhin. Es war echt eine wunderschöne Zeit, ich habe das echt sehr geschätzt, meine Stimme ist jetzt auch ein bisschen zittrig, ich weiß nicht wo. Ach jetzt, Bruder, jetzt hat er reingeschissen, ich schwöre. Weil Bruder, jetzt merkt man das richtig, weil ich kenne das selber, wenn du irgendwie bewusst eine Szene drehst, zum Beispiel, ich hatte auch mal so vor, so mit dieses, ich höre auf Witz aber, ne, so auf Unterhaltungsbasis, um einfach so ein bisschen zu pranken, selbstexperimentmäßig, dass die Leute es glauben und dann auflösen und was weiß ich was. Wenn du schon so detailliert auf Sachen eingehst mit, ja, meine Stimme wird zittrig und, oder mir wird jetzt gerade voll warm und ich weiß und dies und das, da merkst du schon meistens in dem Fall, dass das Ganze nicht ernst gemeint ist. Und das liegt, aber ihr wisst... Junge, wer ist jetzt Antonia auf Ernst? Wir haben Zeynep gehabt, das war ja der Wind oder der Sturm. Eifersüchtige Zeynep. Aber wer zum Teufel ist Antonia? Bruder, warum gibt man eigentlich so einen Namen für so einen Sturm? Ich hasse Abschied. Wie, wer nicht? Sag doch einfach, stürmisch draußen oder der Sturm kommt. Aber stell dir vor, du bist mit Familie und sagst, ja, Antonia kommt. Ach, ist deine Freundin, dürfen wir die heute kennenlernen? Nee, ist der Sturm. Das hab ich nicht verstanden. Aber es ist halt so ein Abschiedvideo. Deswegen wollte ich euch sagen... Ja, ansonsten würde ich sagen, es war echt eine wunderschöne Zeit mit euch. Videos of the Maniac. Ja? Mach mal ein Tinder-Video. Ich sag doch, Chat, es war von Anfang an klar. Es war wirklich glasklar, wie meine Brille, glasklar. Aber Frage, was machst du hier dann da? Habt ihr echt gedacht, dass ich aufhöre? Habt ihr echt gedacht, dass ich euch alleine lasse?
Habibis, ich sag euch eine Sache. Ich, wir sind genau diejenigen, die sich niemals zurückziehen, die niemals einen Rückwärtsgang reinlegen, die niemals aufgeben. Ich kann euch nur eine Sache versprechen. Jetzt fangen wir richtig an, okay? Sei es Videos, sei es Musik, egal was. Ja, ne, denkt nicht, dass ich euch alleine gelassen hätte oder sonst irgendwas. Ich küsse eure Herzen. Ihr wart 4 Jahre lang für mich da. Denkst du, ich lasse euch links liegen? Niemals. Ihr wisst Bescheid, Habibis. Jetzt geht's richtig los und ich sag euch nur eine Sache. Viel Spaß mit dem Video. Ich küsse eure Herzen. Also, wo sind wir hier gerade? Düsseldorf. Okay, ist das jetzt ein Video? Also, das war ja vom Ding her nur das Intro von dem Tinder-Video. Aber jetzt frage ich mich, okay, warum war der Titel dann "Ich höre auf mit allem" so auf Clickbait-Basis? Was ja am Ende des Tages nicht schlimm ist, wenn man das Ganze auf so unterhaltende Basis bringt. Weiß ich mal, mit "Ich höre auf mit allem" so, um die Leute zu pranken. Wenn man aber die ganze Zeit Clickbait macht mit irgendwelchen Sachen, die einfach so irreführend sind, dann ist Clickbait, also dann ist es ekelhaft. Aber warum hat denn der Titel Tinder es nicht, oder warum hat das Video, dieses Tinder-Video es nicht in den Titel geschafft? Bro, das ist echt gerade verwirrend, Digga. Okay, wir gucken uns das an. Wir gucken uns das erstmal an. Ja, aber wo? Apollo. Apollo Optik. Auf jeden Fall. Apollo, Digga, für Brillen. Nein, nein, auf jeden Fall war ich eben bei Apollo Optik da drinne, ne? Und es ist so eskaliert. Ich bin ohne Ankündigung, ohne irgendwas da reingegangen. Keine Chance gehabt. Es war einfach nur voll, ich war einfach nur gerettet. Deswegen, ihr könnt schon die Aufstellung sehen. Ich hab Gott sei Dank. Er will halt mehr Klicks kassieren. Das Ding ist, wäre das jetzt ein normales Video. Guck mal, das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, damit ihr versteht, was mein Gedankengang ist. Ein Beispiel, zum Beispiel Inscope hat doch so ein Experiment gemacht, wo er gesagt hat, ey, er hat Delfinfleisch gegessen oder irgendwie so, keine Ahnung was. Am Ende des Tages war es kein Delfinfleisch, sondern es war irgendein normales Fleisch. Damit hat er die Leute verarscht. Er hat es aber nicht aufgelöst, sondern erst eine Woche später. Da hat er geguckt, wie viel Hate kriegt er, was kriegt er für Nachrichten. Was sehr interessant ist, ich habe ja auch zum Beispiel einmal ein Video gemacht, wo ich eine Story gepostet habe, wo man auf meinem Schreibtisch eine Wodkaflasche sieht. Da wollte ich auch die Reaktion testen, wie die Leute darauf reagieren. So wie ich meine, so vom Ding her so, okay, wie du trinkst und was weiß ich was so. Einfach so im Hintergrund, dass da eine Flasche steht und die Leute einfach darauf aufmerksam werden. Ich trinke keinen Alkohol, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Aber ich wollte einfach mal gucken, was ich für Reaktionen bekomme. Hier ist es aber so ein bisschen schwierig gerade, weil es ist ein Tinder-Video mit dem Titel "Aber ich höre auf mit allem", wo er das anfängt mit, ja, ich höre auf und höre auf. Das heißt, jetzt frage ich mich, wieso dieser Titel, wieso das Intro und dann ein Tinder-Video? Also frage ich mich, okay, Clickbait macht man ja, um mehr Klicks zu generieren. Tinder ist doch am Ende des Tages auch ein gut geklicktes Video. Oder ist das Video nicht so spannend, dass er quasi dann das genutzt hat, um es mit Clickbait zu verpacken? Bruder, das ist hier gerade, hier gehen gerade Formeln durch meinen Kopf, das glaubt ihr nicht, Chat. Leute gehabt, die haben für mich Tinder organisiert, sind da reingelaufen. Hab ich einen Witz gemacht oder was? Warum lachst du? Ich weiß nicht. Ich schwöre, ich weiß nicht, und schon wieder ist jemand zensiert und alle sind weiß. Wegen Tinder. Ach so. Auf jeden Fall. Wo war ich denn geblieben? Genau, auf jeden Fall waren die so nett und haben mir Leute hergerufen, deswegen machen wir das jetzt unten. Das Problem bei Pumping ist, man kann diese Jahreszeit nicht einschätzen. Wenn ich jetzt zu denen sage, ey Mädels, zieht euch mal was an, es ist doch kalt, kann man das am Ende des Tages nicht sagen, weil die Videos von ihm sind vorproduziert und sind, keine Ahnung, 2-3 Monate auf der Festplatte. Weißt du, ich meine? Ich würde jetzt denken, oder jeder Normale würde jetzt denken, das Video ist aktuell. Es kann aber sein, dass es vor 2-3 Monaten online gekommen, produziert wurde. Und hier haben die einfach so, so Dings an, oder Kleider, wo ich mir denke, es ist doch voll kalt. Ihr wisst ja, wie es abläuft. Also, wir checken einmal unsere Ladies ab. Ladies! Woo! Wow. Schade, dass man sie nicht sieht. Düsseldorf! Zachte! So, jetzt unsere Boys, Alter! Masche! Dann habt ihr auch wieder ein ganz klares Beispiel dafür oder die Bestätigung, wie Unterschied zwischen Jungs und Mädels. Walle, ich schwöre es dir, wir Jungs sind verrückt. Also, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meiner Art, Düsseldorf, wir fangen an, Ladies first. Was machst du da? Trinken. Das ist haram. Das ist mir egal, wir haben Freitag. Was? Stell dich mal vor. Ich bin Junge, ich muss immer drauf eingehen, ich weiß. Das Ding ist, es ist immer echt interessant zu sehen, ne? Ich bin kein Fan von Alkohol. Wirklich, überhaupt nicht. Ich würde niemals pro Alkohol sein. Ich würde niemals zu euch sagen, ey, trinkt Alkohol, es ist gut, es macht die Stimmung locker oder was weiß ich was. Niemals. Guck mal, das Büro ist hier auf der Reeperbahn, ne? Ich kann euch ganz offen und ehrlich sagen, boah, was ist das AMG? Hier unten, auch Partymeile, ne? Hier sind viele Menschen unterwegs, die Freitag, Samstags trinken und was weiß ich was. Und wenn man da vorbeiläuft, man sieht Mädchen, die
keine Ahnung, halbnackt rumlaufen. Keine Ahnung, die rumlaufen und nicht gerade gehen können, weil ich meine, in die Ecke kotzen. Da denke ich mir auch immer so, Bruder, stell dir mal vor, deren Eltern würden mitbekommen, was die gerade machen. Weißt du, ich meine? Ich kriege immer so ein richtig ungutes Gefühl, weil ich mir denke, okay, stell dir mal vor, dass deine Freundin, die jetzt da feiern geht, sich voll besäuft und zu dir vielleicht gesagt hat, ey, ich bin meiner Freundin und schlafe bei ihr. Es gibt auch so viele Sachen, an die ich denke. Ich denke da immer ein bisschen anders, Digga. Vielleicht denke ich da auch zu weit, aber ich denke in solchen Situationen an ganz, ganz viele Punkte so. Und wenn ich dann solche Mädchen sehe, denke ich mir dann immer, ich habe immer dieses Jassik-Gefühl im Bauch. Kennt ihr das, wenn du hier einfach so diese, da ist so ein Zettel im Bauch, wo Jassik draufsteht? Genauso fühlt sich das an, dass ich mich dann immer so nicht fremdschäme, aber ich denke mir dann immer so, Jassik, wenn die Eltern das mitbekommen würden, wenn die selber mal mitbekommen würden, wie sie sich gerade verhalten, wenn der Freund das mitbekommen würde, weißt du? Aber wie gesagt, ich denke da, glaube ich, ein bisschen zu weit. Francis? Ja. Bist du Amerikaner? Nein. Barbecue, man, did you try? Bosnierin. Bosnierin? Ja. Das Video ist okay für dich? Ja. Ja, das ist so, oder? Okay. Ne? Ich spreche Deutsch. Wie im Sand lassen, ja, oder? Bände ihr. Oh, mehr gibt es nicht. Ich auch nicht. Weißt du, um was es geht? Gar nicht. Tinder auf. Meine Art. Ja, Tinder auf seine Art. Okay. Junge, wofür die Maske? Ihr seid nicht überdacht. Ist die Freiheit. Oh, Bruder. Ich sag dir ehrlich, das ist schon wie Dings. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel, ihr seid mit Geschwistern oder so, ihr seid in eurem Zimmer und eure Schwester ruft euch, ey, lass uns noch mal einen Film schauen. Und du sagst, okay, geil, ich hätte Bock auf einen Film. Komm ins Wohnzimmer. Okay, ich komme. Dann nimmst du so deine Decke mit und läufst dann ins Wohnzimmer. Und genau so sieht das aus, Digga. Die Decke hat einfach den Boden berührt. Und seine Hose in dem Sinne auch. Francis. Ja. Hast du ihn abgecheckt? Ja. Jetzt sag uns mal, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe das. Ja, schon. Nicer Style, gutes Aussehen und kommt nett rüber. Nett? Ja. Okay. Nett, sympathisch, man kann sich unterhalten. Stehst du auf so Typen? Ja, ich stehe eher auf Aussehen. Dennis bewerte mal mit, ey Chat, ihr seid auch echt immer so schlimm, ne? Ihr wollt immer sehen, was ich für eine Meinung habe, ne? Tamam, ich bewerte mit, nein. Naja. Eher auf Aussehen. Ich sag immer ehrliche Meinung, Chat. Ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, sondern ich werde ehrlich straight sagen, nein. Ist nicht meins. Ich will auch nicht zu direkt sein, sonst mache ich hier den Dieter Bullen. Dann ist Jassik für das Mädchen. Hast du mal einen Freund? Ja. Wie lange? 2 Jahre. Warum nicht mehr? Wer hat die Fehler gemacht? Er? Ja, ist klar. Natürlich hat auch wieder er die Fehler gemacht, ne? Nicht vielleicht auch du, weil am Ende des Tages zu einem Streit gehören immer beide Personen. Ja. Hier, Jonathan Franks. Okay, gut, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung mal von drüben an. Was ist, Bre? Stell dich mal vor, Bre. Oh, der ist geil, ja, Mann. Der ist voll mein Geschmack. Den finde ich voll geil, den Typen. Voll heiß. Aber ich bin Sergen, ich komme aus Renninghausen. Achso, sorry, warte mal. Ich soll Jungs nicht mitbewerten, ne? Ich bin 17 Jahre alt. Okay, du weißt, was deine Aufgabe ist? Aber, wir checken Francis. Francis, I've been really trying. So. Was ist, Bruder? Hast du sie gescannt? Ja, nein, noch nicht. Warte. Wir haben sie doch gescannt. Yes. Sag mal jetzt, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Ja, tamam. Aber ich stehe aber nicht so auf, hier so auf solche E-Girls. Weißt du, was ich meine, Bruder? Was? Ich stehe nicht auf solche E-Girls. Weißt du, was ich meine? Junge, er ist 17. Du bist doch gerade aus dem Brutkasten raus. Junge, wo kennst du die ganzen Wörter? E-Girls, was ist eine E-Girl? Was ist E-Girl? Ein bisschen E-Girl. Achso, ja, okay, Tam, dann ist alles Francis, gut. Komm. Junge, warte, ich verstehe das nicht. Aber das sind so Momente, da will ich eigentlich vom Dinger aufstehen und einfach nach Hause fahren und Reis mit Thunfisch essen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bruder, was ist ein E-Girl? Wir haben E-Roller. Tamam, meinst du die da unten? Ich hol einen. Ich habe die App nicht. Hier unten sind E-Roller. Tamam. Aber was ist ein E-Girl? Was ist ein E-Girl? Das sind so... Weißt du, Girls sind eher so auf Satans Seite und so. Ja, dachte ich so. Wir haben doch alle so ein bisschen Satan auf der Schulter, oder nicht? Aber ich bin eigentlich ein normales Girl. Sicher? Ja. Ja, tamam. Okay, wenn es so ist, tamam, dann... Date? Ja, Bro, so eine Nacht, tamam, aber so... Eine Nacht, so nicht. Boah! Alles gut, Walla. Gehen wir eins weiter. Oh, und ich meine, sieht erstens zu jung aus und irgendwie ist mir die ein bisschen zu weiß, Digga. Tamam, ich weiß, ich bin auch ein bisschen, ein bisschen heller so. Aber wenn ich so jetzt einmal nach links gucke, zu meiner Facecam und einmal zu ihr gucke, ich bin definitiv brauner. Oh, du! Ja, stell dich mal vor, die ist voll süß. Estella und 17. Was? Estella? Ja, Estella. Estella, como te está muy bien? Estella, como está muy bien la playa de Plata? Estella sagen? Nein, Estella. Estella? Ja. 17. Und 17, ja. Okay. Wo sind die Jungs hin? Check mal diesen Gigo einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. So, Estella, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein.
Warum? Ist nicht so mein Typ, so Jogginghosen und sowas. Okay, was gefällt dir an ihm nicht? Die Jogginghose. Nur die Jogginghose? Ja. Wenn er jetzt Jeans anhätte, hättest du ihn gedatet? Ja, wäre okay. Ich hab eine Jeanshose im Auto. Ich hab auch, ja. Ja, Walla. Also nein. Guck mal, er hat eine Jeanshose sogar im Auto, Digga. Auch schlau, ne? Weil ich kenne das selber. Wir haben hier in Hamburg ein Restaurant, Alex. Ein sehr, sehr leckeres Restaurant. Nur es gibt nur die eine Politik, die mich richtig aufregt, ne? Du kommst dann nur rein, wenn du mit Jeans angezogen bist. Also quasi dieser elegante Look. Mit Jogginghose kommst du nicht rein. Und Bruder, ich bin zu 99% eigentlich nur in Jogger gekleidet. Weil da fühle ich mich am wohlsten und es ist einfach gemütlich, weißt du, ich meine? Und ich wechsle nicht extra meine Hose, Digga, um irgendwo essen zu gehen. Und das haben die mies verkackt. Deswegen, falls der Besitzer das Video gerade sieht, mach nicht so, Bruder. Sag doch einfach mal hier Ausnahme. Lass doch die Leute auch mal in der Jogginghose rein. Nein. Okay. Ich habe das Gefühl, ich höre jemanden anderen zu. Kennt ihr das, wenn ihr eure eigene Stimme hört? Aber meine eigene Stimme ist gerade ein bisschen unbekannter durch diese Nase. Ich habe das Gefühl, hier redet jemand die ganze Zeit rein. Was sind deine Typen? Jeans. So eher blond-braun. Blond-braun? Country Boy. Okay. Und du hast voll schöne Augen. Danke, du auch. Gerne. Dennis, hast du heute wieder eine Jeans an oder endlich wieder Jogger? Hey, Stella. Ja. Stell dich mal vor. Ich bin Darius, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Ratingen. Wo ist das? Düsseldorf, nee, 15 Minuten. Also aus Düsseldorf. Ja, normal. Gut, check mal. Ey, Stella, einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. Hast du sie gescannt? Ja. Würdest du sie daten? Ja, nein, begriffen. Nein. Nein? Nein, die ist klein erstens. Ich stehe nicht auf Kleines. Und die ist schlimm. Und so schlimme Sachen rum. Und ja, Mann. Der hat schon schlimme Sachen gemacht. Warte mal ganz kurz, damit ich es einmal auch verstehe. Warte, ich gehe mal kurz zurück, wo er angefangen hat. Damit wir auch verstehen. Nein, nein, die ist klein erstens. Ich stehe nicht auf Kleines. Und die ist schlimm. Und ich schicke so schlimme Sachen rum. Ah, okay. Und ich schicke so schlimme Sachen rum. Er schickt schlimme Sachen rum, okay. Und ja, Mann. Der hat schon schlimme Sachen gemacht, auf jeden Fall. Ey, was laberst du über sie? Perfekt. Ja, ich will das nicht einfach. Guck mal, erstens, diese Geschichte, da wurde ich erpresst. Diesen Jungen habe ich vor hinter Gitter gebracht. Mashallah, einfach Hobbypolizistin geworden. Sie hat einfach gesagt, hey, der hat mich erpresst. Jetzt bringe ich den Jungen hinter Gittern. Zack, der ist jetzt so. Lass mich raus. Oh. Ja, ich habe den angezeigt. Der hat mich... Dieser Junge, weshalb ich das geschafft. Was hat der gemacht? Du Sticky, Mann, Alter. Was ist los? Sticky, sagt er, Digga. Sorry, Digga. Aber ich sag dir ehrlich, am Ende des Tages, weißt du, was Pumping eigentlich mitnehmen müsste? Auf wirklich ernst? Pumping müsste eigentlich bei diesen Tinder-Dingern mal einen Spiegel mitbringen. So einen Spiegel, der ungefähr bis hier geht. Und den stellt er dann auf, während er redet. Oder während die Personen so frech reden. Und er hat doch gesagt, ey, du Sticky, geh mal weg. Da muss Pumping in der Situation den Spiegel einmal vor sich halten, dass der Typ sich selber mal sieht. Weißt du, ich meine? Bevor er dann irgendwelche anderen als Sticky beleidigt, Digga. Wenn das Pumping machen würde, weil ich würde das behindert fühlen. Kennt ihr euch? Ja. Hassliebe? Nein, absoluter Hass. Der hat seinen Dulli-Freund gehabt damals. Weißt du noch, Rating in Mitte, Alter? Freund, Alter? Und das weißt du selber. Bella ist ein nettes Mädchen, ja? Das ist kein Grund, was zu beleidigen. Guck mal, nur weil du redest jetzt so, weil du keine Chance kriegst. Ganz einfach. Ja, du sagst zu mir, ich krieg keine Chance? Aber guck dich mal an. Wer meinte, dass du rappen sollst? Wer hat den Rapper gerade aus dir rausgerufen? Keine ich glaube, irgendjemand hat den falschen Cheatcode aktiviert, ich schwöre. Du bist eine Kannst du rappen? Ja, normal. Mann, leg mal in Line. Bruder, ey. Keine Beat, Alter, nix, Alter. Was ich mach den Beat. Bruder, rapp doch. Mein Stadt ist Düsseldorf. Hier der Chart. Wir sind gerade Düsseldorf, wir sind Amarille. Wir sind Kiffen. Perfekt, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich gebe ihm so 2 Jahre. Dann ist er auf jeden Fall Oberliga. Dann spielt er bei den ganz Großen. Stellst du dich vor? Sarah. Woher? Sie sagen Düsseldorf. Sarah ist sehr motiviert heute. Auf jeden Fall. Okay. Sarah hat keinen Bock. Wenn Sarah keinen Bock hat, dann soll sie nicht im Video mitmachen. Es gibt immer noch andere Menschen, die man reinnehmen kann. Warum Sarah dann? Ist okay für dich, das Video? Ja, was soll ich sagen, ne? Was soll ich dir sagen? Ja, ich melde mich später so oder so, dass du mich zensieren sollst. Pech. Mann, Bruder. Check mal deinen Gigo einmal von oben bis unten ab. Schlimmste, wenn hier irgendein T-Shirt rausguckt. Ich klemme das T-Shirt mal hier ein. Kein Kollege sagt ihm, ey, man sieht das Weiße.
Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Oh, ich bin so belästigt, ne? Also erstmal, wahrscheinlich besoffen schon, aber so jetzt nüchtern würde ich sagen, das ist mein Typ, sagst du? Du bist hässlich, Brudi, alles gut. Du bist hässlich? Nein, nein, nein. Sie hat gesagt, du würdest ihn. Du bist hässlich, aber, du würdest ihn. Aber eher besoffen als nüchtern. Ach ja, ich soll ja mitbewerten. Also ich finde auf jeden Fall, was soll ich da sagen? Ich sehe nichts, Chat, aber so grundsätzlich ist auch blond nicht so meine Richtung, ne? Muss ich an der Stelle sagen. Deswegen können wir da auf jeden Fall auch ein klares Nein geben. Und so wie sie sich auf jeden Fall artikuliert, kommen wir da auf jeden Fall nicht auf einen Nenner. Was? Date. Okay, komm, aber wir gehen mal. Du bist voll nett und so, okay? Fabian, ja. Stell dich mal vor. Enes, aus Essen. Ja. Yeah. Alter, anonym, Wallah, kann ich nicht sagen, Habibi. Hey, Sarah. Sarah, komm mal her, Sarah. Sarah, du musst einmal komm mal her. Kennenlernen. Stell dich mal dahin. Check sie mal ab von oben bis unten. Hab schon abgecheckt. Warte gerade. Kurz. I've been really trying. So, sag uns, Enes, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Wallah, Bruder, ein dickes Nein. Egal, ich trinke nicht. Ein dickes Nein. Also, Bruder, ein ganz dickes Nein. Also, ihre Schuhe sind voll dreckig. Wallah, hol dir neue Schuhe, wenn du Geld brauchst, ich geb dir, Wallah, kein Problem. Sag einfach, Wallah. Danach, so, gar nicht mein Ding. Dicke Zähne so. Ich hab zwar auch Zahnspange, aber man kann Zahnspange kriegen. Weißt du, was ich meine? Deine Zähne sind gar nicht. Die ist einfach besoffen, Absturz, Wallah, die lässt jeden an sich ran. Wenn mein Kollege jetzt anfasst, die wird nichts sagen. Weißt du, ich meine, die ist so eine. Oh, du kennst genau mich, so ja, du kennst ich mich. Ich kenn dich nicht, aber so kommst du rüber, hundertprozentig. Ich bin besoffen, ich lässt jeden an sich ran. Oh, ja, du kennst mich nicht. Oh, stell dir vor, du bist mit deiner Freundin unterwegs und sie diskutiert so neben dir. Die sagt, ja, boah, du kennst mich gar nicht, ich schwöre. Bro, ich würde auf der Straßenseite wechseln, wenn mich mal fragt, hä, das ist doch deine Freundin, würde ich sagen, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe die jetzt erst gerade neu kennengelernt, beziehungsweise ich hab die hier gesehen. Ich habe aber keinen Kontakt mit dir. Die muss dich festhalten. Du kannst mal richtig laufen, Walla. Was ist auf dem Top? Walla, mach mal ein bisschen so. Und wenn nicht, das hol ihn damit. Ich sag dir ehrlich, jetzt verstehe ich auch, warum Leute manchmal sich am Ende des Tages dann melden bei Leuten und sagen, zensier mich oder nimm mich bitte raus. Weil, Bruder, die sehen das Video und denken sich, Digga, war ich das oder war das der Shaitan? Weißt du, was er für ein Mensch ist? Nein, ne? Sie lachen, immer lachen. Sie nicht so, guck mal, was du sagst, mir fällt am Arsch vorbei. Es interessiert mich gar nicht. Ist mir egal. Ich bin einer von... So, du machst es mit dem Sinne scheiße. Du bist dein Ego zu pushen, push dein Ego. Du bist krass, alles gut. Was du sagst, geht mir am Arsch vorbei. Ich fühle mich aus dem Grund und suche mich auch so. Schau, was soll ich dir sagen? Ich bin einer von 100 Jungs. Aber glaub mir, 99 von diesen 100 Jungs... Red nicht so frech, meine Kamera läuft. Was ist los mit dir? Alter, Lachkick, du. Hier geht's auf jeden Fall zur Sache. Hello. Hello. Stell dich mal vor. Ich bin Victoria, 17 Jahre alt, komm aus Düsseldorf. Warum sind die alle so weiß? Oder ist das Licht einfach zu hell eingestellt? Aber Bambig ist ja auch gut gebräunt, weißt du, ich meine? Das kann ja da nicht am Licht liegen. Da sind die, glaube ich, alle. Das ist heute dieses Dings. Snow Edition. Okay. Für dich ist auch das Video okay? Ja, ja. Alles gut. Okay, Victoria, check ihn mal ab von oben bis unten. Ey, da weißt du, an wen der mich erinnert? An den Rapper Musso. Kennt ihr den Chat? Schreib mal rein. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Also, optisch gefällt er mir sehr. Ich finde seine Klamotten sehr schön. Also, ich finde ihn wunderschön, aber sein Charakter ist halt scheiße. Ich war kacke, was er gemacht hat. Was hat er denn gemacht? Also meinte, er frontet gegen mich, gegen meine Zahnlücke. Okay, noch sehe ich ihn nicht. Also, du würdest ihn daten? Ich würde ihn optisch daten, aber charakterlich nicht, nein. Okay, korrekt gemacht. Dann gehen wir mal rüber und hören uns die Meinung von drüben an. Also optisch. Warte doch mal, stell dich erstmal vor. Okay, also ich bin Justin, ich komme aus Rating. Optisch. Warte, check sie erstmal ab von oben bis unten. Ey, der hat richtig Bock gerade drauf, ne? So, jetzt. Also sie war auf jeden Fall bis jetzt korrekt drauf. Mal gucken, wie er drauf reagiert, aber der war so hastig, Digga. Der hat richtig Bock gerade loszulegen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall scheiße aussehen wird. Und würdest du Victoria daten? Ja, nein, begründen. Auf jeden Fall. Optisch. Katastrophe. Ich ziehe durch ihre Zahnlücke Kreditkarte von mir. Oh. So. Frag ihn, ob er eine hat. Er wird überlegen und dann wird er sich denken, fuck, ich hab gar keine. Das ist wirklich nicht mehr schlimm. Guck mal, ey, kennst du diese Orthopäden, die dir Zahnspange verpassen? Dann wird diese Zahnlücke kleiner, weißt du? Junge, seine Adern sind ja schon so ein Level geworden, ich schwöre. Kennt ihr das, wenn ihr diese Parkspiele gespielt habt damals? Ihr fahrt mit dem Auto so eine Route, zack, und dann könnt ihr entweder rechts oder links abbiegen. Und hier könnt ihr halt dementsprechend auch abbiegen. Ich schwöre, richtig so ein Labyrinth gerade. Aber ehrlich, guck mal, du läufst rum wie eine...
Guck mal, man darf auf YouTube nicht sagen, wie eine... Ich laufe so rum, wie ich es möchte. Ich finde es so schön. Ist das dein Problem? Da muss man schon direkt piep, diese Piepton machen, weißt du? Ich laufe so rum. Ist das dein Problem? Justin, hör einfach auf. Guck mal, ich hab ehrlich gesagt, du gefällst mir so. Sorry, aber dein Charakter ist einfach ekelhaft. Wie von Peter Griffin, weißt du? Also bitte rede nicht. Rede nicht. Also ich will ja nicht viel jetzt, ich kenne ihn ja nicht, so einen auf den. Aber guck mal so, die sagen auf süß und so auf nett. Du bleibst ihre Eltern fast, lo, wallah, das ist übertrieben, Bruder. Du übertreibst, Bruder, wallah. Bin ich eine... Weil ich so rumlaufe, wie ich es möchte. Hast du was gegen diese Mädchen? Das bist du für ein Mann, Alter. Ach, geh zur Seite. Du arbeitest bei Bahndamm, so siehst du aus. Bruder hat Nacktklatscher bekommen. Bruder, wie viele Etagen gehen wir runter? Wir sind ja schon im Keller, Alter. Wie klein ist die? Hör mal auf, was anderes anzuziehen. Einer Frau kannst du nicht verbieten, was sie anzieht. Wenn sie das anziehen möchte, dann zieht sie das an. Du hast die Am Ende des Tages hat sie recht. Jeder soll anziehen, was er will, ob Junge oder Mädchen. Zieht einfach an, was ihr wollt. Es juckt ja gar kein anderer Mensch, so weißt du, oder sollte kein Mensch jucken. Wenn ich jetzt morgen mit der Hotpants rumlaufe, Digga, mein Gott, die Leute gucken zwar komisch so, aber am Ende des Tages weiß ich, dass ich einen guten Arsch habe und die Männer dann auch nur gucken, weil ich einen guten Arsch habe. Die gucken nicht, weil ich eine Hotpants trage, die gucken, weil ich einen knackigen, kleinen, saftigen Arsch habe. Das ist das. Und die sind neidisch auf meinen saftigen, kleinen, dicken Arsch. Mein Gott, musste jetzt raus. Und morgen hole ich mir eine Hotpants. Du hast keine Argumente, du kannst nur das sagen. Wallah, ja. Nur wie ich aussehe. Dagegen kannst du schießen. Das ist das Einzige, was du sagst. Kannst du dich beleidigen? Kenn ich dich? Ich kenn dich nicht. Eben genau, kannst du mich dann beurteilen? Weißt du, was ich für ein Mensch bin? Nein, kannst du nicht. Ich bin eine vernünftige Frau, verstehst du? Ey, können das andere Leute bezeugen, dass du eine vernünftige Frau bist? Ja, ich wohne alleine, ich kümmere mich um meine Wohnung, ich kümmere mich um meine Arbeit, ich tue alles. Ich bin vernünftig. Was hast du? Sie hat ihn auf jeden Fall Knock gemacht. Ein klinisches Knock. Punkt. Fertig. Er kann am Ende des Tages nichts sagen. Da braucht auch seine nicht vorhandene Kreditkarte ziehen. Er kann nichts machen. Sie hat ihn einfach gerade dieses Zack-Stecker von den Geräten. Kriegst du sogar meine, aber trotzdem läufst du rum. Aber ich tue das gerne, einfach zur Provokation. Dich hat sie ja provoziert, also habe ich es geschafft, was ich wollte. Warum tust du auf cool? Wer bist du? Hey, was willst du jetzt gerade von mir? Du weißt... Zeig mal dein Gehirn. Ihr seid so eib. Tamam. Nee, zeig ich nicht. Bin ich nicht. Bin ich so eine. Ich hab dich schon ganz anders erlebt, aber vor der Kamera bist du... Ja, ich eben. Benimmst du dich, Kamera bist du cool. Dich wie ein Arsch. Hör zu. Danke. Pulamade. Danke. Wallah, danke. Auf Ernst. Da muss ich jetzt noch die Cam groß machen. So, weil jetzt wird ein Ticken geredet. Wir haben auf sehr, sehr viele Pumping-Videos reagiert, Chat. Sehr, sehr viele Videos. Und da waren auch so viele unterhaltsame Videos dabei, auf die man gut reagieren konnte. Und am Ende des Tages warte ich auch auf sowas, ne? Also, ich erwarte auch sowas in den Videos, damit man quasi gut darauf eingehen kann. So, ich versuche natürlich auch manchmal so ein paar gute Sachen mitzugeben. Vielleicht in der Hinsicht so ein kleines Vorbild zu sein. Und auch darauf aufmerksam zu machen. Aber ich sage euch nur eine Sache. Das habe ich... schon damals gesagt, auch vor 2 Jahren, als ich auf Pumping reagiert habe. Digga, es gibt so viele Leute da, so viele, ob Jungs oder Mädchen, die sich einfach vor der Kamera verstellen. Das ist einfach so, die sehen die Kamera, sind eigentlich voll korrekt drauf, voll nette Jungs so oder voll nette Mädchen. Aber vor der Kamera wollen die sich auf Krampf einfach groß machen. Oder die blamieren sich auf Krampf vor der Kamera, um auf Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist das Ding. Die haben gerade bestätigt, das ist eigentlich ein voll netter Typ, voll ruhiger Typ, aber jetzt vor der Kamera macht er auf dicke Hose, so, weißt du, ich meine? Und das ist das Ding, das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn man das dann noch liegt, muss ich sagen, auf jeden Fall ein 1-0 geht raus an die Mädels, Digga. Ich bin einfach gelegt jetzt vom Ding, weißt du, ich meine? Nehmt euch da auf jeden Fall kein Beispiel. So wie ihr jetzt am Ende des Tages, jetzt gerade in dem Moment seid. Sagen wir, ich komme jetzt vor eure Tür. Ihr liegt jetzt gerade im Bett. Mit einem Lash ist es hier oben und hier ist ein Popel. So wie ich jetzt gerade komme und euch filme, seid ihr. Wenn ich die Kamera anmache, seid einfach genauso. Weißt du, ich meine, verstellt euch nicht. Seid doch einfach so, wie ihr selber seid. Aber das hat mich bei diesen Tinder-Videos immer aufgeregt, Digga. Dass die Leute sich immer krass rüberstellen, krass darstellen müssen, krass ein Gangster sein müssen. Nur für die Kamera, so, weißt du? Es gab da schon so viele Videos, die ich gesehen habe auf TikTok von Frankfurter Jungs, die in den Videos auf dicke Hose gemacht haben. Ey, hier, ich fick dich und was weiß ich was. Da gab es Videos, wo die geklatscht wurden, weißt du, ich meine? Deswegen, wer hochfliegt, fällt tief. Die Leute drehen viel, viel zu groß. Viel zu groß. Jetzt mache ich die Kamera klein. Chat will deinen Götz sehen. Ey, Chat, das wird mir hier zu viel. Das ist mir zu intim. Ich schwöre, wie könnt ihr mir so eine Frage stellen? Ich bin ein netter Junge. Ich bin immer generell freundlich und... Safe, Digga. Spur mal ein paar Sekunden zurück. Weiter, aber trotzdem, wenn ich Mädchen sehe, die so rumlaufen... Nein, du tust auf der Kamera... Okay, jetzt eine Frage. Es ist keine angreifende Frage. Nur eine simple, logische Frage. Er sagt ja, er ist eigentlich ein netter Typ. Wenn er aber solche Mädchen sieht, kann er sie nicht kontrollieren und muss sie beleidigen. Was ist, wenn seine Schwester sich so anzieht und neben ihn rumläuft? Würde er die auch beleidigen? Das ist die Frage, die ich in meinem Kopf habe. Cool, weil du jetzt in einem YouTube-Video bist, aber sonst bist du ganz anders und du verkaufst dich selber. Du verkaufst dich selber. Oh!
Verkauft für Klicks und Bruder, einfach für YouTube. Oh, doch! Du verkaufst dich für Klicks. Du verkaufst für Klicks, weil du nicht mal in diesem Video geplant warst. Du kommst hier rein, du redest große Töne. Guck mal, wie du aussiehst. Wie sehe ich aus? Wie Kylie Jenner auf Wish bestellt. Walla, die ist hübsch. Walla, die ist hübsch. Walla, die ist hübsch. Sie ist wunderschön, sie ist wunderschön, sie ist eine tolle Frau. Charakter. Das kannst du von dir nicht behaupten, dass du ein Mann bist. Du bist ein Junge, kein Mann. Ein Mann fällt. Einfach Schneemann redet, Digga. Sorry, der muss raus. Ist nicht so. Aber am Ende des Tages, die Message ist da. Die Mädchen haben auf jeden Fall auch recht. Weil, Bro, der stellt sich halt größer, als er ist. Weißt du, ich meine? Stellst du dich bitte einmal vor? Hi, ich bin Amelie. Hallo Amelie, ich bin Dennis. Als hier die Partys. Genau. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Lügt euch, Amelie, ja, guck mal, ja, Google. Ja. Also, ja. Polizei, ihr wisst Bescheid. Walla, guck, der hat eine Gruppe. Bruder. Sie war diejenige. Junge, Papi wäre fast tauchen gewesen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Die auch mir die Leute gebracht hat, also hatet sie nicht mich. Nein, Spaß. Dankeschön. Bitteschön. Danke für das Video. Du hast es verstanden. Zeig einmal dein Gött, es bleibt unter uns, Dennis. Okay, ich will ja nicht so eine sein. Ne? Ich bin ja auch eigentlich nicht so eine, die ihren Gött zeigt und was weiß ich was. Ich tue jetzt so, als müsste ich irgendetwas holen. Hier ist Creme, ne? Oh Mann, fuck, sorry, mein Hand ist abgerutscht. Bleibt unter uns, Chat. Das sehen aber auch nur die Leute, die im Stream sind. Deswegen Dennis on live auf Twitch. Fast täglich, also so gut wie jeden Tag täglich. Mein Gott, ihr verpasst was, wenn ihr nicht zuguckt. Okay, das war Düsseldorf Part 1 oder Part 2, guck ich dann. Ich werde morgen auf jeden Fall mehrere Tinders drehen. Vielleicht geht noch eins. Aber das ist Hi. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Bianca. Cornix, danke schön für den Prime. Hallo. Hast du mich jetzt schon bezahlt, Digga? Weil ich mein Gött gezeigt habe, hast du mich jetzt hier schon bezahlt? Sieht aus, als würde ich so eine bin, sein, haben, Lust. Bianca, wo kommst du? Rating. Ah, ey, Stella, bist du ja auch noch da? Ja. Okay, check mal den Jigo einmal von oben bis unten. Machst du bei 10 Abos Auto-Change, Digga? Bro, wenn irgendwann die Zeit kommt, dass wir das machen müssen, dann vielleicht. Sag mal, würdest du ihn daten? Ja, nein. Ja. Ja? Mhm. So macht man das, anständig. Habt ihr gesehen? Kurz und knapp, ja. Mehr hast du nicht zu sagen? Nein. Gefällt dir die optisch? Ja. Oberflächliches Video, wir gehen rüber. Stell dich mal vor. Ich bin Furkan, 18 Jahre alt. Furkan, checkst du mal ab von oben. Also Furkan sieht aus, als wäre er normal. Sag ich euch, mein Gefühl sagt, er ist normal. Ah, ey, bearbeite mal eine Zigarette rein, falls die Eltern ein Video gucken. Ich weiß nicht, irgendwie, manchmal kommt der Teufel aus mir raus. Hier, bearbeite mal hier eine Zigarette rein, dass wenn die Eltern vielleicht die Reaction gucken, denken, dass die Tochter geraucht hat und die vielleicht das Handy für eine Woche nehmen. Ich weiß, wir sind gemein, aber manchmal muss. Jetzt sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Also optisch her, ja, muss ich ehrlich sein. Sagen wir ja. Standen, ja. Junge, mein Gefühl hat mich nicht enttäuscht. Furkan, Götünöpim, Digga. Stabiler Typ. Er trinkt auch genau wie ich Nike. Mein Gefühl hat gesagt, der ist korrekt, der wird normal darauf antworten. Deswegen, mein Gefühl hat mich noch nie getäuscht. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das wär's. Brille ab. Brille auf. Das war's mit dem Video.